Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Monatslegung für den Monat Oktober und Sonnenfinsternis-Astrologie. Mein Name ist Julia Aurelia und auch in diesem Video habe ich wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar werden wir uns zuerst anschauen die Energien der Sonnenfinsternis, welche jetzt am 2. Oktober stattfinden. Eine hochenergetische Zeit, die wahnsinnig gut genutzt werden kann. Wie, das sage ich euch gleich. Danach gehen wir in die klassische Oktoberlegung, das heißt, wir ziehen das keltische Kreuz, wie ich das normalerweise auch mache, aber dann wird sich das Video aufteilen und zwar in einen ganz besonderen Teil oder zusätzlichen Teil noch. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, die Erweiterung, die ihr normalerweise für die Monatsbotschaft bekommt, auch noch in dieses Video zu packen. Das bedeutet, du bekommst nicht nur deine astrologische Vorausschau für die Sonnenfinsternis, du bekommst auch noch das keltische Kreuz und auch noch das Lenormand für deinen Oktober. Hol dir Kaffee, Kuchen oder auch gesunde Sachen. Wir verbringen jetzt mal wieder ein bisschen Zeit miteinander. Und im Anschluss gehen wir dann, und das bezieht sich jetzt auf die Sonnenfinsternis, noch in eine Legung, wo du quasi in einem Jahr stehst, weil jetzt viele Dinge angestoßen werden. Aber eins nach dem anderen. Lasst uns erstmal starten mit allgemeinen Informationen zur Sonnenfinsternis und vor allem jetzt auch zu genau dieser. Denn das ist eine der kraftvollsten Sonnenfinsternissen seit über 10 Jahren. Und warum das so ist, sage ich dir. Also, erstmal muss man dazu sagen, dass eine Sonnenfinsternis auch immer an einem Neumond ist. Zum einen. Und Neumond grundsätzlich Neuanfangsenergie ist. Es ist quasi die Alignment von, oder die, also da ist die Sonne, Mond und die Erde sind aligned, sind also in einer Linie. Die Sonne steht für die Seele, der Mond für den Geist, also den Mind und Erde für den Körper. Das heißt, wir haben eine Zeit, in der jetzt Körper, Geist, Seele in Übereinstimmung sind. Was wichtig zu sagen ist, grundsätzlich, und ich habe das schon auch in den Legungen der Mondfinsternis gesagt, diese sind online, sind nach wie vor gültig. Schau also auch dort gerne nochmal rein. Eine Sonnenfinsternis ist 2-mal im Jahr. Und die letzte hatten wir, ich glaube, am 8. oder 9. April und sind Portale für Veränderungen. Und der nördliche und also für Sonnen- und Mondfinsternis, da sind immer involviert die aufsteigenden, absteigenden Mondknoten. Und der aufsteigende Mondknoten, das ist Rahu in der vedischen Astrologie. Ketu ist der absteigende und das sind ja unsere Knotenpunkte. Das ist die Vergangenheit, Past Lives und die Zukunft, unser Schicksal, kann man so sagen. Und die sind eben involviert und deswegen sind grundsätzlich Sonnenfinsternissen extrem kraftvolle Portale für Veränderung. So, bei dieser Sonnenfinsternis ist es jetzt eine perfekte Zeit, um grundsätzlich erstmal spirituell zu arbeiten. Wir haben aktuell sehr starke spirituelle Energien. Und insbesondere bei einer Sonnenfinsternis ist es so, dass jedes Mantra, welches man singt oder jedes Gebet eben 1000-mal kraftvoller ist als zu anderen Zeiten. Und dementsprechend ist das eine tolle Zeit auch für Feuerzeremonien. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass tatsächlich auch ich Erfahrungen gemacht habe, als ich mich wirklich zum Zeitpunkt dieser Sonnenfinsternis fokussiert habe, ein Ritual gemacht habe, dass danach sich Dinge auf magische Art und Weise in meinem Leben manifestiert und geklärt haben. Und dementsprechend auch hier wirklich eine gute Zeit, jetzt an diesem Tag spirituell zu arbeiten oder vielleicht auch eine kleine Feuerzeremonie zu machen. Während die Mondfinsternis einen Abschluss darstellt, steht dann wiederum die Sonnenfinsternis insbesondere für einen Neuanfang. Und wie ich schon gerade sagte, wir haben jetzt eine sehr starke Eklipse, eine sehr starke Sonnenfinsternis. Die ist nämlich in einem Nakshatra, das hatte ich schon bei den Mondfinsternis-Videos erklärt. Ich beziehe mich immer auf die vedische Astrologie. Warum? Weil das ist, was jetzt wirklich am Himmel ist. Die vedische Astrologie nutzt also den Sternenhimmel mit den tatsächlichen Energien, die gerade einen Einfluss auf uns haben. Fühlt sich für mich stimmiger an. Der Mond in der vedischen Astrologie ist nochmal unterteilt in 27 kleinere Mondzeichen. Und das Zeichen, in dem diese Sonnenfinsternis stattfindet, nennt sich Hasta. Und das
macht es jetzt so besonders intensiv, denn das ist im wahrsten Sinne des Wortes, steht dieses Mondzeichen für die Manifestation von Dingen in deinen Händen. Das heißt, Träume, die du hast, werden jetzt umgesetzt, werden jetzt runtergezogen in die Realität, fangen an, sich zu manifestieren. Und dieses Nakshatra ist gleichzeitig auch noch eine Kombination aus Mond- und Sonnenenergie grundsätzlich. So, an einem Neumond ist es so, dass Sonne und Mond zusammen in einem Haus sind. Und die Sonnenfinsternis findet damit im Zeichen Jungfrau statt. Das heißt, Sonne und Mond sind jetzt zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis in der Jungfrau. Und dort ist auch Merkur noch und Ketu. Ketu ist der absteigende Mondknoten. Und Merkur ist grundsätzlich sowieso in der Jungfrau gestärkt. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die jetzt da einfließen, die stärken. Manchmal hat man ja auch so komplizierte Aspekte, aber hier haben wir jetzt wirklich einige kosmische Aspekte, die stärken. Und eben unter anderem ist der Jupiter jetzt sehr, sehr stark und kraftvoll, ist auch in der Jungfrau und gibt eben die Stärke zur Sonne und zum Mond. Die Sonnenfinsternis findet auch statt, das Ganze ist auch um und bei in der Mitte des Zeichens. Ich bin aber der Meinung, das war der Merkur, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da sind die Planeten, wenn die in der Mitte eines Zeichens sind, immer am stärksten. Weil wenn sie am Ende eines Zeichens sind, dann sind sie immer ein bisschen geschwächt. Also auch da doppelt und dreifach kriegt diese Sonnenfinsternis jetzt Kraft und Stärke und ja, grundsätzlich eben Energie. Und auch hier ist wieder der Jupiter, der das Ganze aspektiert. Jupiter ist in der vedischen Astrologie auch der Guru. Er ist natürlich ein Glücksplanet und auch der bringt uns jetzt Segnungen. Gleichzeitig ist der Saturn auch noch rückläufig. Auch das und Aspekt, das Ganze in einem Dreieck, ich weiß nicht, was man da auf Deutsch sagt, Trine auf Englisch im Dreieck, auch das stärkt nochmal diese Energie und vor allem bringt Saturn jetzt konkrete Resultate im jeweiligen Haus. Die Venus ist mittlerweile gewandert und ist jetzt in der Waage. Auch dort ist sie stärker, als wir das noch zur Mondfinsternis hatten und ist quasi im zweiten Haus, könnte man sagen, von der Finsternis. Also in der Jungfrau, nach der Jungfrau kommt ja die Waage, in der Jungfrau findet jetzt das alles statt, ganz viel Energie und dann ein Haus weiter, also im zweiten von der Finsternis, da ist quasi die Venus und ist dort auch ebenfalls noch sehr stark und gibt ebenfalls Kraft. Dann kann man auch sagen, das Ganze findet an dem Mittwoch statt. Mittwoch wird ebenfalls vom Merkur regiert, also auch da doppelt nochmal Kraft und Stärke. Jetzt lass uns nochmal schauen, was ist denn eine Sonnenfinsternis? Eine Sonnenfinsternis ist im Prinzip Tod und Wiedergeburt der Sonne, Tod und Wiedergeburt des Lichts. Und das heißt, während zwar eine Sonnenfinsternis neue Dinge initiiert werden und insbesondere jetzt mit diesem Nakshatra, mit diesem Mondzeichen, wo es um das Manifestieren geht und das ist so eine kraftvolle Energie, die wir jetzt haben, so ist es gleichzeitig so, dass aber auch etwas gehen kann. Also es ist ein Loslassen und Enden sind jetzt auch möglich und besonders spürbar kann diese Energie nochmal reinknallen für Menschen, die auch ja noch nicht so spirituell und bewusst arbeiten. Die können es vielleicht noch ein bisschen mehr da irgendwie merken, was im Prinzip bedeutet, dass man vielleicht so ein bisschen unbewusster ist und noch nicht so an den ganzen Themen dran ist. Und da kann das natürlich auch nochmal ein bisschen reinknallen. Für spirituell arbeitende Menschen kann aber diese Sonnenfinsternis jetzt extrem gute Resultate geben. Also auch da Meditation, Zeremonien an dem Tag, ganz, ganz wichtig. Die Energien grundsätzlich sind spürbar für die nächsten 6 bis 12 Monate. Deswegen schauen wir dann auch mal, was quasi die Dinge, die jetzt initiiert werden, um bei dieses Zeitraumes, also im Oktober und in den kommenden Monaten, wo diese Sachen und wo du eben mit diesen neuen Manifestationen in einem Jahr stehst. Da gucken wir dann auch nochmal. Und es geht jetzt darum, Dinge zu initiieren. Resultate manifestieren sich dann langsam über die nächsten 6 bis 12 Monate. Und für diese Legung ist es wichtig, dass du dir deinen Aszendenten anschaust. Warum? Weil dein Aszendent dein erstes Haus ist.
Jedes weitere Zeichen ist dann belegt mit dem nächsten Haus. Und dann können wir quasi sehen, welches Haus wird denn bei dir von der Jungfrau regiert? Sprich, welches Haus, welcher Lebensbereich bekommt jetzt all diese Energie, die wir gerade jetzt am 2. Oktober bekommen? Und solltest du deinen Aszendenten nicht kennen, weil du vielleicht deine Geburtszeit nicht weißt, dann kann ich dir empfehlen, dein Mondzeichen anzuschauen. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt mal, was die Sonnenfinsternis ganz speziell für dich bedeutet. Für dich, lieber Krebs, findet die Sonnenfinsternis im dritten Haus statt. Das bedeutet, die Jungfrau regiert dein drittes Haus. Und das ist das Haus der Kommunikation, der Geschwister, des Intellekts. Kommunikation sagte ich gerade genau, und für Verbindungen. Die Sonne regiert grundsätzlich den Löwen und Löwe ist dein zweites Haus, weil es das Sternzeichen nach dir ist. Krebs dein erstes, Löwe dein zweites, Jungfrau dein drittes. So, und daraus ergeben sich jetzt folgende Energien für dich. Zum einen, durch das zweite Haus kann es jetzt sein, dass finanzielle Fülle sich manifestiert. Es ist grundsätzlich für dich eine sehr gute Zeit zum Netzwerken, für Kommunikation, Sprache, also wenn du selber auch als Sprecher, Sprecher, Reden hältst, kommunizierst, Webinare, all diese Themen können jetzt für dich in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig steht das dritte Haus auch für Kurzreisen, also auch hier Kurzreisen, Kurztrips können jetzt vermehrt in den Vordergrund rücken. Es kann auch für dich darum gehen, neue Fähigkeiten zu lernen. Das dritte Haus ist auch das Haus des Muts, frohen Mutes. Und so kann es sein, dass du jetzt mutiger wirst oder auch grundsätzlich die Kraft hast, dich den alltäglichen Herausforderungen zu stellen. Fokus könnte jetzt auch zusätzlich auf Marketing sein, auch das wäre möglich, dich zu verbinden mit den Menschen, dich zu verbinden mit den Massen in der Öffentlichkeit. Das liegt daran, dass wir Jupiter haben, der dir die Segnungen aus dem 11. Haus gibt. Und das ist quasi das Verbinden mit den Massen und der Öffentlichkeit. Also auch dort haben wir einen Fokus drauf. Deswegen als für diejenigen unter euch, die Webinare machen, kommunizieren, sprechen, reden, das ist sehr starker Fokus hier. So, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen in das Tarot und wie immer mit dem Tarot darfst du dir dein Sonnenzeichen, Mond, Aszendent oder die Venus anschauen. Es geht nur darum immer, dass bei der Astrologie das natürlich Berechnungen sind, wo man dann schaut, okay, wenn Krebs dein Aszendent ist, dann ist das dein erstes Haus und dadurch können wir sehen den Lebensbereich, in dem die Sonnenfinsternis bei dir sich abspielt. Das heißt, diese Infos, die du gerade vorab bekommen hast, die beziehen sich auf deinen Aszendenten. Wenn du den nicht hast, dann kannst du dein Mondzeichen auch anschauen. Das ist auch möglich. Und die Kartenlegung hier ist wieder dann offen für dein Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten. So, Krebs im Oktober. Krebs im Oktober. Momentchen. So. Ja, mit dem Tarot gehen wir jetzt auch erstmal nur in die Energie vom Oktober und schauen uns erstmal an, was jetzt für dich im Oktober für Energien sind. So, die Energie für Krebs im Oktober. Krebs im Oktober. Na, nee, Moment. Das hat sich noch nicht ganz stimmig angefühlt. So. Wir haben den Eremiten in der Vergangenheit, Ritter der Stäbe, Eingang. Dann haben wir Ritter der Kelche, der Mond, Magier, der Gehängte, zwei der Schwerter, Hohepriesterin, die sieben der Münzen, die sechs der Schwerter und hier nochmal die drei der Kelche. So, du kommst gerade aus einer Phase mit dem Eremiten, wo es sein kann, dass du Zeit mit dir alleine verbracht hast. Vielleicht hast du dich mit Absicht zurückgezogen, um Zeit mit dir alleine zu verbringen oder dich von etwas oder jemandem abzugrenzen. Der Eremit sagt mir aber auch, dass du hier eine wichtige Erkenntnis hattest.
eine Erkenntnis vielleicht über dich selbst oder eine Situation, über die du gekommen bist, indem du reflektiert hast. Also eine wichtige Reflexion über die Vergangenheit, über die Gegenwart, über die Zukunft. Wo war ich? Wer war ich in der Vergangenheit? Welche Entscheidungen haben in der Vergangenheit zu gewissen Situationen geführt? Wer bin ich im Hier und Jetzt? Wie habe ich mich mit meinen Entscheidungen ins Hier und Jetzt gebracht? Und wie will ich von hier aus weitergehen? Wir haben hier eine große Selbsterkenntnis in der Vergangenheit über diese Thematiken. Dir ist etwas klar geworden, etwas bewusst geworden. Wir sehen dann Anfang des Monats, und ich packe auch diese Karte einmal hier zur Seite, weil hier die Anfangsenergien sind. Anfang des Monats haben wir eine Erfahrung, die dich begeistert, wo du mit Feuer und Flamme, Leidenschaft dabei bist. Das könnte auch sein, dass du Anfang des Monats sehr aktiv bist, Unternehmungen machst, aktiv sein, vielleicht auch dich mit Leuten treffen, mit denen du sehr viel Spaß hast. Grundsätzlich der Ritter der Stäbe ist eine Erfahrung, wo man vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist, wo man sich freut, wo man Spaß hat. Erstmal das. So. Der Ritter der Stäbe kann aber auch sein, dass du hier vielleicht so einen Freiheitsdrang hast, dass du sagst, ey, ich sehne mich jetzt gerade so danach, aktiv zu sein. Ich möchte vielleicht reisen, ich möchte irgendwas unternehmen, ich möchte irgendwas machen, was mir wirklich Spaß macht. Und dann kann es natürlich sein, dass du aufgrund dessen hier dann schon in dieser Aktion bist. Grundsätzlich, und ich packe die Karte einmal ein bisschen weiter rüber, weil es gibt im Oktober etwas, wo du gedanklich nicht ganz klar bist. Wir haben den Mond hier. Und das ist dein Fokus. Und wir sehen auch hier die Wolken in deiner Energie. Das heißt, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwas, mit irgendwas bist du nicht ganz klar. Vielleicht versuchst du Klarheit zu finden. Das kann sich auf eine Entscheidung beziehen. Gerade wenn ich mir diese Karte anschaue, dann könnte es sein, dass du in einem Konflikt mit einer Entscheidung bist oder dass du unklar bist, bezogen darauf, wie du dich entscheiden sollst, was du machen, was du tun sollst. So. Und wir sehen auch hier mit dem Mond, der Fokus, worüber du nachdenkst, ist die Thematik von Unsicherheit. Das heißt, hier sehen wir, da sehen wir quasi eine Verbindung. Irgendwas könnte dich in diesem Monat verunsichern, vielleicht weil du nicht genau weißt, wie sich etwas weiterentwickelt. Das könnte natürlich auch gewisse Ängste hervorrufen, eine Unsicherheit bezogen auf eine Entscheidung, eine Unsicherheit auf irgendeine Aktion oder Tätigkeit hier. Und ich habe das Gefühl, dass das eher getriggert wird, wahrscheinlich zur Mitte des Monats hin. Weil wir hier Aktivität haben, Aktionen, die begeistern, Erfahrungen, die dich erfreuen, die dir Spaß machen, die dich glücklich machen. Du schaust vielleicht auch jetzt gerade insbesondere hier Anfang des Monats in die Zukunft und auf die Dinge, die du gerne machen wollen würdest. Wir haben dann aber den Gehängten, und der Gehängte kann bedeuten, gerade wenn wir uns die Geschwindigkeiten dieser Karten anschauen, dass du dann Mitte des Monats irgendwie da hängst und sich eine Situation nicht wirklich weiter bewegt. Der Gehängte spricht aber ebenfalls von einer Erkenntnis. Das heißt, wir haben hier zweimal diese Energie von Erkenntnis in der Vergangenheit und auch in der nahen Zukunft, Mitte Oktober. Das heißt, auch hier wird dir etwas klar. Dir wird etwas bewusst, bezogen auf eine Situation, wo du vielleicht lange nicht genau wusstest, wie sich das weiterentwickelt oder wie du weitergehen sollst. Und nun kann es sein, dass Mitte des Monats eine neue Perspektive auf dich zukommt, ein Einfall, ein Gedanke, du hast jetzt das Wissen, damit du dann vor allem auch Ende des Monats, damit sich etwas weiter bewegt. Wir sehen mit dem Magier emotional, hier ist ein emotionaler Neuanfang oder irgendwas manifestiert sich grundsätzlich jetzt in deinem Leben auf emotionaler Ebene. Es kann sein, dass du dich grundsätzlich inspiriert fühlst, deine Träume und Visionen jetzt in der Realität zu manifestieren. Also da könnte es irgendwas geben, was du gerne willst, so, was du manifestieren möchtest. Wo wir mit dem Magier sehen, dass du da sehr, ja, wie gesagt, sehr inspiriert bist, in die Aktion zu gehen, gegebenenfalls auch. Der Magier kann auch sein, dass sich gerade emotional etwas Neues bei dir zeigt, dass hier neue Gefühle entstehen, neue Emotionen entstehen. Wir haben einen sehr magischen Vibe dadurch auch. Aber die Herausforderung ist der Ritter der Kelche. Und der Ritter der Kelche,
Normalerweise ist der Ritter der Kelche Erfahrungen, die deinem Herzen gut tun. Als Charaktereigenschaft ist der Ritter der Kelche sehr verträumt. Und so kann es sein, dass der negative Aspekt, der quasi als Blockade hervorkommt, der ist, dass man irgendwas realistisch betrachten muss. Man hat vielleicht irgendwelche Ideen, vielleicht auch irgendwelche Fantasien über eine Sache oder Situation. Aber mit dem Ritter der Kelche geht es darum, etwas jetzt realistisch anzuschauen und sich nicht in Tagträumen oder Fantasien, rosarote Brille, idealisierten Vorstellungen zu flüchten. So. Aber ich habe dann das Gefühl, dass hier, wie gesagt, eine wichtige Erkenntnis kommt Mitte des Monats. Für manche von euch kann es einfach sein, dass du gerade mit etwas nicht ganz glücklich bist, dass dich etwas nicht ganz glücklich macht oder irgendwas dich nicht wirklich erfüllt. Auch kann es natürlich bedeuten, dass es hier in einer Herzensangelegenheit ein paar Herausforderungen gibt für dich. Und wir sehen in deinem Umfeld die Hohepriesterin. Zum einen kann es sein, dass du irgendwie ein Gefühl hast, bezogen auf eine Sache, Situation im Außen, auf dein Umfeld, dass du irgendwie ein Gefühl hast, was aber gleichzeitig mit einem Wissen kommt, dieses, ah, ich weiß einfach, das ist das Richtige oder ist nicht das Richtige. Oder das tut mir gut und das tut mir nicht gut und ich weiß einfach jetzt, in welche Richtung ich gehen muss. Das kann etwas sein, was hier in deinem Außen, in deinem Umfeld liegt. Gleichzeitig könnte die Hohepriesterin bedeuten, dass es hier eine Person gibt, die sehr intuitiv ist, die sich gerade sehr intuitiv leiten lässt. Dementsprechend könnte auch jemand von außen auf dich zukommen und sagen, du, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier Krebs, vielleicht solltest du in diese Richtung gehen oder in diese oder ich habe da nicht so ein gutes Gefühl zu. Das kann auch in der Kommunikation sein. Vielleicht ist das auch das, was wir hier sehen, ne? So ein Konflikt auch mit einer anderen Person oder Unsicherheiten, die eine andere Person mit einbeziehen, aufgrund dessen, dass diese Person sagt, ah, irgendwie habe ich da nicht so ein gutes Gefühl bei und das könnte dich verunsichern. Gleichzeitig könnte das aber auch bedeuten, dass irgendwas in deinem Außen, in deinem Umfeld noch im Verborgenen ist. Also genau wie der Mond und die Hohepriesterin, das sind zwei Energien, die durchaus auch diffus sein können, weil mit der Hohepriesterin geht es nicht darum, dass wir Fakten in der Realität haben. Mit der Hohepriesterin geht es um Dinge, die wir, sag ich mal, abtasten mit unseren Fühlern. So. Und die jetzt vielleicht noch nicht sichtbar sind. Und so kann es sein, dass irgendwas in deinem Umfeld gerade noch nicht sichtbar ist, irgendwas dir noch im Verborgenen liegt. Deine Hoffnungen, Wünsche, Ängste, 7 der Münzen. Die 7 der Münzen kann darauf hindeuten, als Hoffnung, dass irgendeine Sache oder Situation einfach nur ein bisschen Zeit braucht, bis sich etwas weiterentwickelt, um zu wachsen, um aufzublühen. Vielleicht einfach auch die Hoffnung, okay, ich warte jetzt auf den richtigen Zeitpunkt für etwas. Vielleicht hoffst du, dass der richtige Zeitpunkt für etwas bald kommt. Natürlich könnte das auch eine Angst sein, dass du sagst, oh, ich habe irgendwie Angst, dass ich warte, warte, warte und sich irgendwie nichts entwickelt. So, dass sich nichts verbessert, dass nichts wächst, dass nichts aufblüht. Ich habe Angst, vielleicht hier umsonst zu warten. Fühl da in dich rein, ob es eher eine Hoffnung ist oder ob das eher eine Angst für dich ist. Und dann gehen wir in die 6 der Schwerter, Ende des Monats. Ende des Monats kann also hier eine Übergangsphase liegen. Grundsätzlich, dass du irgendwas hinter dir lässt. Die 6 der Schwerter kann eine Reise, ein Umzug sein, Ende des Monats. Kann bedeuten, dass jemand hier eine Sache, Situation hinter sich lässt. Im Prinzip, um in eine ruhigere Zukunft zu gehen. Also ein Konflikt wird hier hinter sich gelassen, vielleicht dadurch auf gewisse Art und Weise überwunden und du gehst rein in eine ruhigere, entspanntere Zukunft. Wir ziehen gleich noch das Lenormand, das machen wir auch in dieser Legung auf YouTube. Erzähle ich gleich noch was dazu. Als unterliegende Energie haben wir die 3 der Kelche und mit den 3 der Kelchen grundsätzlich als ja, Energie, die die Legung hier noch verbindet, habe ich das Gefühl, es wird auch sehr viele Dinge geben, die dich erfreuen werden. Und das kann zu tun haben, hier, wir haben die 3, was spannend ist, weil die 3 ein schöne Momente mit anderen teilen ist. Das kann eine Feier sein, ein Zusammentreffen, ein Wiedersehen. Man feiert hier irgendetwas, man hat eine schöne Zeit mit Menschen, die einem nahestehen.
Und das haben wir in diesem Monat ebenfalls. Und das ist spannend, weil wir ja da auch schon so ein paar Sachen gesagt haben aus der Astrologie. Das Connecten mit Menschen, also sich verbinden mit Menschen, kommunizieren, kann hier eine große Rolle spielen. Und hier haben wir das im Prinzip einmal mit den drei der Kelchen. So, dann bin ich gespannt, was jetzt Liebe, Beruf, Finanzen, Beziehungen und noch die anderen Energien sind, die so um dich herum liegen. Dafür nehmen wir da jetzt das Lenormand und da machen wir das Ganze tatsächlich jetzt in dieser Legung. Normalerweise kennt ihr das hier auf dem Kanal, da ist die Tarotlegung die Legung für den Oktober und das ist die YouTube-Legung und dann gehen wir eigentlich hier immer in die Erweiterung rein mit dem Lenormand, um zu schauen, was eben in den jeweiligen Lebensbereichen los ist. Das machen wir heute extra in diesem Video, denn ich habe mir noch was Besonderes überlegt, weil wir einfach jetzt in dieser extrem kraftvollen Zeit der Sonnenfinsternis sind. Und da würde ich gerne schauen, wo du in einem Jahr stehst, so grundsätzlich bezogen auf die Veränderungen und Dinge, die jetzt initiiert werden. Und gerade weil Dinge, die jetzt anfangen oder beginnen, starten, initiiert werden, das sind Sachen, die jetzt bis zu einem Jahr wachsen. Was auch wieder spannend ist, weil du hier das Thema Wachstum auch in deinen Hoffnungen, vielleicht Ängsten hast. So, das heißt, wir schauen uns jetzt mit dem Lenormand an, wo du im Oktober stehst. Und das machen wir als erstes. So. Wo steht Krebs im Oktober? Wie gesagt, Kartenlegungen sind für dein Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder die Venus, wenn du dich stark identifizieren kannst, grundsätzlich mit den Energien des Krebses. Hoppala, Moment. Was sind die Energien? Was sind die Energien? Na, Moment, da kommen jetzt einige gerade raus. Wir wollen ja das große Blatt legen. Die Energien bitte für Krebs. Die Energien für Krebs im Oktober. Veränderung, ja, danke. Ich möchte bitte keine rausgefallenen Karten. Oh Mensch, was ist denn hier los? Es ist noch früher morgen. Vielleicht ist das einfach los. So. So, wir starten mit den Routen. Ja, gucke dir das mal an. Das finde ich spannend. Es kann sein, dass es einen Konflikt mit einer Entwicklung oder dem Wachstum gibt. Es könnte auch einen Konflikt mit einer Wartezeit geben. Wir hatten das gerade tatsächlich ja so im Tarot. Und es bezieht sich A auf die Arbeit oder auf grundsätzlich sich zu stabilisieren oder irgendwas abzusichern. Da könnte sich irgendwas hinziehen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So, dann haben wir hier die andere Person. Diese Person ist eine Person, mit der du es zu tun hast. Egal ob Mann oder Frau, Freund, Freundin. Familienmitglied. Hier sehen wir quasi eine Person in deinem Leben, dieses Bild ausradieren und dann die Person reintun, für die das oder die das quasi ist, das Bild der Person reintun, mit der du es hier zu tun hast. So, dann schauen wir mal. So. So, dann gucken wir mal, wo deine Karte ist. Ob du wohl in deinem Haus bist? Nee. Wobei in deinem Haus hier auch schöne Energien sind. So, hier ist deine Karte. Okay. So. Okay. Dann würde ich sagen, geht das mal los. Du selber bist im Haus der Emotionen. Und ich sehe, dass es hier grundsätzlich irgendwas gibt, was dich emotional ein bisschen herausfordert. Du selber bist hier auch gespiegelt auf den Konflikt. Der Konflikt bezieht sich auf eine Herzensangelegenheit, gegebenenfalls die Liebe oder etwas, was dir sehr nahe geht. Eine Sache ist schon, was ich hier gerade gesagt habe, dass es einen Konflikt gibt bezogen auf das Thema Wachstum und Entwicklungen oder Beständigkeit, was das Thema Arbeit angeht. Oder was das Thema an etwas Arbeiten angeht. Vielleicht gibt es einen Konflikt, weil du schon lange an etwas arbeitest. Das kann zum einen was zu tun haben mit einer Selbstständigkeit. Das kann was mit gewissen Behörden und Ämtern zu tun haben. So,
Und was ich hier sehe, ist, dass wir hier das Thema Kommunikation ebenfalls haben. Jetzt lass mich mal schauen. Kommunikation im Hause des Sarges, Sarg im Haus der Kommunikation. Vielleicht hast du das Gefühl, dass irgendeine Art der Kommunikation abgebrochen ist oder im Stillstand ist. Irgendwas entwickelt sich hier gerade oder irgendwas geht vielleicht auch nur langsam. Das kann entweder die Kommunikation sein, darüber etwas loszulassen oder über ein Ende, über einen Abschluss. Es kann auch die Kommunikation sein. Vielleicht hast du das Gefühl, ey, jetzt gerade irgendwie ist da keine Kommunikation. Und das könnte natürlich auch dieser Konflikt hier sein. Aber wir sehen darüber noch gespiegelt die Sense. Die Sense kann dafür stehen, dass man auch kommuniziert, etwas abzubrechen, etwas zu kürzen, auch da wieder etwas loszulassen. Und das ist das, was wir hier als Konfliktthema sehen. Für manche von euch geht es darum, einen Vertrag zu lösen, eine Bindung zu lösen. Für manche von euch vielleicht eine Beziehung zu lösen, wobei ich sagen muss, ich habe hier an der Beziehung jetzt keine Karten, die mir sagen, oh ja, da ist definitiv eine Beziehung, die wegfällt. Wir haben aber hier das Haus der Beziehung, der Bindungen. Und ich meine, letzten Endes kann die Sense für harte Arbeit stehen. Irgendwas könnte hier gerade innerhalb einer Beziehung, und wir kommen da gleich nochmal drauf, wenn wir uns dann auch die Beziehung an sich anschauen, irgendwas könnte im Bereich der Beziehung harte Arbeit sein. Aber das kann auch bedeuten, dass vielleicht ein Versprechen gebrochen wird oder ein Vertrag gekürzt wird oder eine sonstige Bindung, die du zu etwas in deinem Leben hast, dass es quasi darum geht, das zu beenden und einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. Gerade auch, weil die Kommunikation, auf die du gespiegelt bist, damit einhergeht, dass hier, das ist die Kommunikation, etwas zu beenden. Oder die Kommunikation ist vielleicht hier gerade auch, wie ich schon gerade sagte, entwickelt sich vielleicht gerade nicht so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass das auch etwas ist, was dich hier herausfordert. Aufgrund dessen, dass irgendwas bezogen auf die Zukunft gerade noch nicht ganz klar ist. Und dass auf die Zukunftsentwicklungen, könnte man auch sagen, nicht ganz klar ist. So. Und das sehe ich einmal hier. Wenn ich mir deine Karte ein bisschen mehr anschaue, dann sehe ich die Karten um dich herum und die Karten, auf die du gerösselt bist. Wir sehen, du bist fokussiert auf dein Zuhause. Vielleicht bist du fokussiert darauf, dich abzusichern. Du könntest fokussiert auf die Familie gerade sein, auf dein Zuhause und das ist auch gefühlt dein Glück. Also wir sehen das Haus im Haus der Sonne. Das heißt, im Bereich der Familie oder im Bereich des Zuhauses, vielleicht auch irgendwas in deinem Privatleben macht dich sehr glücklich oder wird erfolgreich. Für manche von euch geht es darum, sich jetzt erfolgreich abzusichern. Wir sehen allerdings auch, dass hier noch etwas nagt an dir und dich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Wir haben jetzt die Mäuse tatsächlich nur im Haus der Maus. Also hier ist so ein bisschen Kummer, Sorgen, Zweifel, was ebenfalls jetzt reinfließen kann in das Thema Familie. Gleichzeitig kann es sein, dass dieser Kummer ausgeglichen wird. Irgendeine Art Kummer, den du hast, kann sich hier beziehen auf eine Bindung in deinem Leben, kann sich beziehen auf eine Bindung zu einem Freund, einem langfristigen Freund, kann sich aber auch irgendwie auf eine Bindung beziehen, wo es eine gewisse Abhängigkeit gibt, wo dich irgendwas bekümmert. Es kann allerdings sein, dass hier die Familie oder dein Zuhause hier dir einen gewissen Ausgleich gibt. Oder das irgendwie ausgleicht. Wir sehen auch die Fische und den Klee. Der Klee steht grundsätzlich für eine Verbesserung. Und die Fische können die Finanzen sein. Jetzt kann es hier finanziell eine Verbesserung geben. Oder die Fische können auch deine Gefühle sein. Vielleicht fühlst du dich jetzt dann auch ein bisschen leichter, weil vielleicht hier dieses, was dir Kummer bereitet, irgendwie ausgeglichen wird und grundsätzlich das Thema Zuhause, Privatleben, Familie hier sehr glücklich dasteht. So, in deinem Haus haben wir die Blumen. Vielleicht bist du sehr kreativ in diesem Monat. Hier liegt quasi bei dir Kreativität, Schönheit. Vielleicht achtest du gerade sehr auf dich, bist dabei, dich zu verschönern. Auch das Thema Wertschätzung liegt hier. Gibt es hier irgendwas, wofür. Ach, guck doch mal. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es irgendwas, wofür du sehr dankbar bist. Es gibt
wenn wir das mal ein bisschen weiter verfolgen, haben wir hier eine andere Person und es kann sein, dass du für diese Person grundsätzlich sehr viel Dankbarkeit empfindest. Auch kann es hier ein Angebot geben von dieser Person oder irgendeine Überraschung geben, die mit dieser Person zu tun hat. Dann lass uns die doch mal weiter anschauen. So, diese Person könnte A, mit dem Bären an der Seite, ein Trainer, ein Chef, ein Coach sein, jemand, der vielleicht sehr groß ist oder jemand, der irgendwie stark ist, jemand, der einen starken Einfluss auf eine Sache, Situation hat, ein Berater kann das sein oder jemand, der vielleicht ein bisschen dominanter ist. So, wir sehen diese Person hier irgendwas. Diese Person könnte schon länger in deinem Leben sein und ist irgendwie beteiligt an diesem Konflikt, den du hier hast, bezogen auf dein Leben und daran quasi an etwas zu arbeiten oder bezogen auf die Arbeit. Wir sehen im Erweiterten hier, dass irgendwas zum Thema Arbeit oder Stabilität oder sich absichern im Unklaren ist. Ach, witzig. Hier könnte eine Entscheidung könnte irgendwie im Unklaren liegen. Und was im Unklaren liegt, hat zu tun mit irgendwas, was sich verändern soll. Auch bezogen auf das Thema Arbeit oder Stabilität und Sicherheit. Nun könnte diese Person dir gegebenenfalls auch irgendwie helfen, hier voranzukommen in dieser Angelegenheit. Hier könnte es eine wichtige Kommunikation geben, die irgendwie Teil dessen ist, dass jetzt irgendwas vorangeht. Hier könnte ein Anruf liegen. Die Routen können im Prinzip, abgesehen von dem Konflikt, der hier liegt, auch dafür stehen, etwas zu bereinigen. Und so könnte ein Anruf hier irgendwas bereinigen. Genau, hier wird eine Entscheidung getroffen oder eine Entscheidung, die gefühlt im Unklaren bezogen auf die Arbeit, die Stabilität oder darauf bezogen, sich abzusichern. Wir sehen diese Person aber sehr, ich habe das Gefühl, diese Person, hier ist das Haus der Person, ist sehr optimistisch. Sehr hoffnungsvoll, sehr optimistisch, was diese Herausforderung angeht, ist hier auch gespiegelt tatsächlich nochmal auf das Thema Herausforderung. Wobei ich auch hier, wie gesagt, sehe, es kann sein, dass sich hier auch etwas klärt mit dieser Person. Wir sehen diese Person grundsätzlich gespiegelt auf die Lilien. Grundsätzlich sehr ausgeglichen. Wir haben hier aber auch irgendwie Stress, Hektik, Nervosität, welche hier eine Herausforderung darstellt. Vielleicht kommt der Stress aufgrund einer Herausforderung oder grundsätzlich ist irgendwas sehr stressig und das könnte auf gewisse Art und Weise hier natürlich sehr anstrengend sein. Wobei es eben sein kann, dass diese Person auch Ausgleich bringt oder irgendwas ausgeglichen wird, bezogen auf diese Nervosität und diese Herausforderung. Die Nervosität, der Stress kann sich im Übrigen beziehen, A, darauf, dass sich irgendwas hinzieht, irgendwas verzögert sich. Das wiederum kann sich beziehen auf ein Kind oder einen Neuanfang. Nervosität und Stress, der auch irgendwie mit dieser Person hier zusammenhängt, kann sich darauf beziehen, dass irgendwas ein bisschen komplizierter ist. Auch da wieder bezogen auf etwas Neues in deinem Leben, bezogen auf ein Kind oder einen Neuanfang. Und gut, zu guter Letzt kann sich dieser Stress, diese Nervosität auch beziehen auf eine andere Frau. Das kann sich beziehen auf eine Mutter, auf eine Freundin, eine Schwester, Rivalin. So. Ich würde sagen, wir machen einmal weiter mit der Liebe oder Herzensangelegenheit. Aufgrund dessen, dass das Thema Konflikt gerade etwas war, was wir hier schon gesehen haben. Und hier im Hause des Konfliktes haben wir eben die Liebe oder die Herzensangelegenheit. Das können Dinge sein, kann auch zu tun haben mit deinen Hobbys, mit deinen Leidenschaften. Aber irgendwas bereitet dir hier gefühlt gerade einen Konflikt. Das ist das eine. Wie gesagt, wir sind da gefühlt gerade schon drauf eingegangen. Unter dem Punkt Liebe sehen wir hier eine starke Liebe, eine große Liebe, eine langanhaltende Liebe, beständige Liebe, Wachstum in der Liebe. Wir sehen, hier wird an etwas gearbeitet oder diese Liebe ist verankert. Hier wird in der Liebe oder Herzensangelegenheit vielleicht auch gearbeitet an einer Situation, die was mit einem Amt zu tun hat, mit einer Behörde zu tun hat,
Oder auch das Thema Selbstständigkeit kann hier liegen, gerade wenn wir dann auch auf den Beruf kommen. Mit dem Beruf, auch der Beruf kann Herzensangelegenheiten bedeuten. Irgendwas mit dem Beruf, was dir am Herzen liegt, ist noch unklar. Oder mit der Arbeit. Für manche von euch geht es darum, auch bezogen auf eine Herzensangelegenheit, sich abzugrenzen von einer anderen Frau, die hier vielleicht irgendwie Schwierigkeiten bereitet. Auch da wieder Mutter, Freundin, Schwester, Rivalin. Moment. Wir haben hier irgendeine Aktion, die noch unklar ist. Oder wo man vielleicht nicht genau weiß, was die nächsten Schritte sind, wo die nächsten Schritte hinführen. Und der Fuchs kann insofern auch für eine Strategie stehen. Vielleicht muss man hier irgendwie schlau sein, weil es eben etwas gibt, was nicht ganz klar ist, sodass man die Sache jetzt vorsichtig oder schlau angehen muss. Weil ansonsten gegebenenfalls Dinge auch sehr kompliziert sein können oder werden können. Dieser Konflikt ist etwas, was dich nervös macht. Was dich nervös macht, hat zu tun mit einer Entscheidung. Diese Entscheidung, habe ich aber das Gefühl, hier wird sich klären. Du bekommst hier Hilfe und Unterstützung, vielleicht emotionale Hilfe und Unterstützung, welche dir gegebenenfalls auch hilft, etwas hoffnungsvoller zu sein. Grundsätzlich in dieser Herzensangelegenheit sehen wir auch etwas, was sehr schicksalhaft ist. Es könnte auch eine schicksalhafte Liebe sein, die hier liegt. Hier sehen wir die Fische, den Ring und die Wolken. Bezogen auf irgendeine Bindung, Vertrag, Bindung, Beziehung ist irgendwas unklar. Es kann sich auch auf die Finanzen beziehen. Vielleicht gibt es finanzielle Unklarheiten. Wobei ich eher das Gefühl habe, auch dass es hier um irgendeine Bindung geht. Vielleicht fühlt sich irgendwas, woran du noch gebunden bist, nicht richtig an oder du musst irgendwie schlau sein, klug sein, um das quasi zu lösen. Hier sehen wir eine Liebesverbindung, eine Herzensverbindung, die sehr gefühlvoll ist. Aber es gibt Unklarheiten. Die Unklarheiten liegen hier im Hause des Turms. Auch hier könnte es Unklarheiten geben, die sich beziehen irgendwie auf das Thema Rückzug oder Abgrenzung, auf das Thema Alleine sein oder Unklarheiten, die sich beziehen auf irgendeine eine Behörde, ein Amt. Im Hause der Liebe sehe ich allerdings die Lilien. Das heißt, grundsätzlich in der Liebe kommt hier etwas in den Ausgleich oder möchte sich irgendwas ausgleichen, kommt etwas in den Ausgleich. Wenn ich mir einmal den Ring anschaue, war das Thema Verbindung, Bindung, Vertrag. Scheint hier eine große Rolle zu spielen. Du bekommst hier Hilfe und Unterstützung, um etwas zu verändern und um quasi in diesen Neuanfang zu gehen. Sei es mit einem Kind, sei es etwas Neues in deinem Leben, aber über eine Veränderung soll hier eine Verbesserung reinkommen, soll etwas leichter werden. Und hier löst sich gefühlt etwas, was zum einen sein kann, dass hier löst sich was Emotionales auf, eine emotionale Herausforderung. Gleichzeitig könnte sich was lösen bezogen auf die Finanzen. Vielleicht gibt es hier einen kleineren finanziellen Verlust.
der bezogen auf eine Bindung in deinem Leben, Beziehung eine Rolle spielt. Hier könnte eine Entscheidung getroffen werden, die A, etwas zu tun hat mit den Finanzen. Die Finanzen sehe ich auch hier. Das Thema Finanzen ist ein bisschen belastet hier. Und die Fische hier mit den Finanzen sehe ich, dass da dich etwas besorgt. Auch hier gefühlt, wenn ich da nochmal reingehe, weil irgendwas unklar ist, bezogen auf eine Bindung. Oder einen Vertrag. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas in den Fluss kommt und sich etwas löst, etwas verändert, und um dann quasi letzten Endes hier etwas zu verbessern. Schauen wir uns nochmal das Thema Beziehung an. Wir sehen hier eine Beziehung, wo sehr viel hilft, die sehr helfend, sehr unterstützend ist. Eine Beziehung geprägt von Treue, Loyalität. Eine Beziehung, wo wir hier sehen, dass es eine Veränderung gibt. Machen wir erstmal hier weiter. Es verändert sich etwas. Wir haben hier einen Neuanfang. Wir haben eine Verbesserung. Wir sehen, hier kommt etwas zu einem Abschluss oder es wird eine Lösung gefunden, bezogen auf eine Problematik, die sich bezieht auf einen Vertrag, Beziehung, Bindung. Auch hier, damit sich etwas verbessert. Wir sehen eine sehr emotionale, gefühlvolle Verbindung. Allerdings auch ein bisschen dieses, da knabbert was an dir, da nagt was an dir. Wir sehen hier das Thema auch wieder Behörde, Amt, was eine Rolle spielt. Auch kann es sein, dass du dich hier von einer Bindung, Beziehung, von einem Vertrag zurückziehen möchtest und das vielleicht schlau angehen musst. Oder du ziehst dich von etwas zurück, was falsch ist, wo du sagst, ah, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht ganz richtig an, gerade mit der Schlange, die hier ist, könnte das natürlich was sein, wo du sagst, ah, diese Person, das fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an. Grundsätzlich haben wir hier bezogen auf eine Beziehung oder Bindung auch das Thema Ausgleich. Irgendwas kommt hier in den Ausgleich oder ist sehr ausgeglichen. Eine sehr reife Kommunikation könnte hier liegen. Eine ehrliche Kommunikation, eine reife Kommunikation zum Thema sich absichern. Es kann sein, dass du hier mit einer Person zusammenwohnst oder eine Familie hast, was grundsätzlich sehr harmonisch ist, wofür du sehr dankbar bist. Auch das Thema Dankbarkeit fällt hier wieder auf den Ring. Dankbar für das Zuhause, dankbar für die Familie. Manche von euch haben hier vielleicht ein sehr schönes Haus mit dieser oder eine Bindung zu einem sehr schönen Haus oder eine Beziehung in einem sehr schönen Haus, was grundsätzlich sehr harmonisch, sehr ausgeglichen ist. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wo die Fische liegen, dann gibt es hier Entscheidungen, die getroffen werden, finanzieller Natur. Wir sagten das gerade schon, da gibt es die Belastungen. Gewisse Dinge, weil die Karten so dicht beieinander liegen hier, werden sich natürlich jetzt zu einem gewissen Grad wiederholen. Es kann sein, dass es hier finanzielle Schwankungen gibt, die ein bisschen an dir nagen und du quasi dabei bist, hier irgendwas abzuschließen oder dich abzusichern. Vielleicht über einen Vertrag oder auch grundsätzlich, dass hier irgendwas zu einem Abschluss kommen sollte. Ich habe das Gefühl, auch hier, du bist irgendwie dabei, dich abzusichern mit etwas finanzieller Natur. Vielleicht fließen auch nochmal Finanzen in ein Haus rein. Auch da könnte es quasi zu kleineren Verlusten kommen. Hier kann es allerdings auch zu einem Geldgeschenk kommen. Geld, was dir gegeben wird, was hier etwas verbessert, was etwas erleichtert, finanzieller Natur. Das kann aus der Öffentlichkeit kommen, von außen auf dich kommen, von öffentlichen Geldern auf dich zukommen. Vielleicht auch von außen, von einem Familienmitglied, dass du hier irgendwie finanziell eine Unterstützung bekommst. Auch das wäre möglich. Wir sehen hier, die Veränderung bezogen auf diese Verbindung, Vertrag oder Beziehung hat einen Einfluss auf die Finanzen.
Dann sehen wir hier die Unterstützung, finanzielle Unterstützung bezogen auf ein Kind oder auf einen Neuanfang haben wir hier. Mit diesem Kind oder Neuanfang gibt es aber irgendeine Herausforderung. Es könnte zum Beispiel eine finanzielle Herausforderung geben, bezogen auf einen Neuanfang, wo du aber Hilfe und Unterstützung bekommst. Oder eine finanzielle Herausforderung bezogen auf ein Kind, wo aber hier Hilfe und Unterstützung ist, gegebenenfalls von einer anderen Frau, um etwas zu klären. Moment, jetzt muss ich einmal kurz schauen. Bum, bum, bum. Genau, hier bist du einmal noch dran. Dann haben wir hier noch die beiden Karten. Informationen liegen hier. Informationen, Wissen, Fakten zum Thema Arbeit. Hier ist es im Hause der Arbeit oder zum Thema Stabilität. Moment. Was letzten Endes hier zu einer Entscheidung führt. Hier könnte quasi eine Person dir helfen, etwas zu klären, bezogen auf die Finanzen, aufgrund von Informationen oder einem Wissen, was letzten Endes zu einer Entscheidung finanzieller Natur führt. Auch finanziell habe ich das Gefühl, soll sich hier etwas verbessern. Eine Zusammenarbeit könnte hier mit einer anderen Person, auch da wieder, ne, wenn da eine andere Person ist, die dir hilft, aber auch hier mit Sicherheit bringt eine Zusammenarbeit, eine Bindung, eine Verbesserung in die Finanzen. Und ich habe das Gefühl, irgendwas war am Schwanken. Vielleicht war auch eine Entscheidung am Schwanken, aber irgendwas war hier am Schwanken. Und auch habe ich das Gefühl, dass das, was so ein bisschen an dir nagt, das verbessert sich, sodass du dich hier wieder auch sicherer fühlst, finanzieller Natur. Wenn wir uns jetzt einmal den Anker anschauen, den Anker zum Thema Arbeit, hier liegt Wissen, Informationen zum Thema Arbeit. Vielleicht gibst du dein Wissen weiter, vielleicht bekommst du neue Informationen, auch die können hier wieder Teil sein einer Entscheidung, die getroffen wird. Wir sehen hier das Thema langsame Entwicklungen im Bereich der Arbeit, aber auch das Thema Wachstum grundsätzlich. Wachstum einer Arbeit, die du vielleicht schon lange machst. Du könntest hier selber jemand sein, der selbstständig ist. Vielleicht bist du schon lange, lange arbeitest du alleine, lange arbeitest du selbstständig. Auch können hier bezogen auf die Arbeit Behörden oder Ämter eine wichtige Rolle spielen. Aber es kann sein, dass sich hier bezogen auf die Arbeit irgendwas verzögert oder hinzieht. Die Arbeit ist gefühlt in der Übergangsphase. Wir haben die Arbeit nicht nur gespiegelt auf das Schiff, sondern auch im Hause des Schiffes. Hier ist irgendeine Art Übergang. Wir sehen im Bereich der Arbeit das Thema Veränderung. Die Öffentlichkeit spielt hier eine Rolle. Entweder arbeitest du in der Öffentlichkeit oder dein Arbeitsumfeld könnte sich verändern. Das Thema Arbeit liegt dir hier sehr am Herzen. Ein Trainer, Chef, Coach könnte hier eine wichtige Rolle für dich spielen. Moment. Vielleicht bist du aber selber auch jemand als Trainer, Chef, Coach, Lehrer und machst das hier grundsätzlich erstmal von Herzen gerne. Wir sehen auch im Bereich der Arbeit die Kommunikation darüber, wie etwas weitergeht. Wir sehen eine Kommunikation über die Richtung, in die es jetzt beruflich weitergeht. Auch hier, wie gesagt, ich habe das Gefühl, du bewegst dich hier in irgendeine Art der Veränderung rein, wo es aber gewisse Unklarheiten noch gibt. Hier gibt es eine andere Person. Und dann haben wir die Aktion hier. Es kann auch sein, dass hier eine Information auf dich zukommt. Wobei ich eher das Gefühl habe, hier geht es um irgendeine Art der Aktion, wo auch eine andere Person dran beteiligt ist, wo man irgendwie sehr schlau vorgehen muss, vorsichtig schlau vorgehen muss, um hier etwas zu lösen im Bereich der Arbeit.
Ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich jetzt durch. Dementsprechend hole ich mir jetzt einmal das nächste Länemont, denn wir wollen uns jetzt einmal anschauen. Das war jetzt erstmal die Informa oder waren die Informationen für den Oktober. Ich möchte jetzt einmal schauen, wo stehst du denn in einem Jahr? Das mache ich ebenfalls mit dem Länemont, welches wir über diese Karten ziehen. Was da ganz spannend ist, ist, dass wir sehen können, hey, gibt es denn Themen, die gleich bleiben? Gibt es Veränderungen? Was ist die Veränderung? Wo ist die Veränderung? Und das machen wir mit dem Länemont. Dann werde ich dir auch noch das Tarot erneut ziehen. Und zwar, wo stehst du emotional, wo stehst du mental, wo stehst du grundsätzlich und was sind die Botschaften deines Zukunfts-Ich für dich im Hier und Jetzt? All das machen wir jetzt in der Erweiterung und ich darf dich einladen, mir dorthin zu folgen. Hol dir vielleicht noch mal ein bisschen Proviant, denn wie gesagt, wir verbringen hier heute eine etwas größere, längere Zeit miteinander. Und dann unter diesem Video findest du die beiden Links zu der Erweiterung. Link Nummer 1 ist der Link zu Shopify. Dort hast du die Möglichkeit, dir das Video quasi per E-Mail zuschicken zu lassen oder den Link zu dem Video zuschicken zu lassen. Dort ist es wichtig, deine E-Mail-Adresse anzugeben, gucken, dass die richtig geschrieben ist, auch im Spam-Ordner schauen, der E-Mail auch hin und wieder ein, zwei Minuten Zeit geben. Es kann ein bisschen Zeit zu geben, es kann manchmal ein bisschen zeitverzögert sein bei Shopify. Und wenn ihr mit PayPal zahlt, dann ist es so, dass manchmal der die E-Mail raussendet an die E-Mail-Adresse, mit der ihr bei PayPal eingetragen seid. Also da auch nochmal vorsichtshalber gucken. Wenn es Probleme gibt, einfach schreiben, dann kümmern wir uns drum. Der Link darunter ist der Link zu Patreon und dort hast du die Möglichkeit mit der Tarot-Erweiterung in Mitgliedschaft, dass dir immer alle Legungen direkt freigeschaltet werden. Und ja, dementsprechend kann ich dir das auch empfehlen, wenn du jemand bist, der gerne viele Erweiterungen aktuell guckt. Dort werden auch alle Videos, die ich in den letzten 2,5 Jahren hochgeladen habe, direkt für dich freigeschaltet. Dort ist also ein großes Archiv, wo du auch nochmal schauen kannst nach Jahreslegungen, nach Halbjahreslegungen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und ich starte jetzt mit deiner Erweiterung. Wir schauen uns an, wo du in einem Jahr stehst. Also bis gleich. Hallo lieber Krebs und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt schauen, wo du in einem Jahr stehst. Also lass uns mal starten mit den Karten. Und den Lenis hier einen guten Shuffle geben. So. Ja, also auch nochmal zu dem Deck hier, ne, was wir jetzt im Oktober gerade haben. Ich habe das Gefühl, du wartest hier auf irgendeine Nachricht, die dich irgendwie erlöst, die irgendwie dich ins Gleichgewicht bringt. Wartest auf eine Kommunikation, auf eine Nachricht. Hoppala, was haben wir denn hier? So. Das gleiche schon wieder am frühen Morgen. So, wo steht Krebs in einem Jahr? Wo steht Krebs in einem Jahr? Wo steht Krebs in einem Jahr? Da haben wir den Bär. Oh, guck mal hier. Da ist der Baum auf Baum. Deine Kraft wächst. So. Also das ist das Erste, was ich reinbekomme. Deine Kraft wächst hier. Wenn du dich also gerade nicht so kraftvoll fühlst, wisse, das kommt in einem Jahr alles wieder. So, guck mal, da ist deine Karte. Vor dir die Sonne, super. Sehr gut. Schauen wir mal. Ja, was ich auch sehen kann, dass es eine Veränderung gibt bezogen auf diese Situation, die dich herausfordert und dass hier etwas leichter wird, etwas verbessert sich, gefühlt aber über eine Veränderung. Es kann sein, dass du dich einfach leichter fühlst, dass du sagst, boah, cool, ich kann jetzt vielleicht auch anders mit gewissen Themen umgehen. 16 auf 16. Ich habe das Gefühl, dass diese Person in deinem Leben sehr schicksalhaft ist, vorherbestimmt schicksalhaft. Steht unter einem guten Stern. So. Okay.
Dann würde ich sagen, wir starten mit den Karten. Was mir super gefällt, ist, dass vor dir die Sonne ist, die beste Karte des ganzen Decks. Das heißt, vor dir liegt Glück und Erfolg. Gerade auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir haben schon wieder dieses Thema von Übergang, Veränderung und direkt an dir dran. Das heißt, du bist in einem Jahr direkt an so einer, okay, was ich gerade höre, ist, da ist so ein Knotenpunkt. Was irgendwie dazu führt, dass sich jetzt etwas weiterentwickelt oder ein signifikanter Meilenstein, nennen wir es so, ein signifikanter Meilenstein, der jetzt zu positiven Entwicklungen und positiven Veränderungen führt. So, und da stehst du unmittelbar bevor. Und für manche von euch kann es sein, dass ich...